wunderschönen guten Tag. Ich bin der EP Cake alias Herze. Und wie ihr schon seht, sehen könnt hier, The Midnight Man wird jetzt mal von mir gespielt. Und na, dann fangen wir einfach mal an, ohne hier groß um eine Brei rumzureden. Ich nehme mal auf normal, weil ich habe jetzt schon Schiss, ich kack mir ein. Weil der Daniel und der Üsibum, die fanden es gerade witzig, mir das jetzt hier vorzuschlagen. Dass ich soll, also ich soll es machen. Und ja, Intro lasse ich mal an, das durchlaufen, damit ich noch ein bisschen blubbern kann. Wo ich nicht weiß, wie lange das noch gehen wird. Also ich, ja. Oh Gott. Ja, schönes Türquietschen. Oh Gott. Na toll, eine Kerze. Perfekt. Okay. So, das war's mit der Midnight. Okay, nee. Hier haben wir schon mal einen schönen Spiegel. Wollen wir uns nicht drin spiegeln? Auch gut. Die Frage. Ah, okay. Ja, okay, ich kann schon mal springen. Ich kann springen, ja? Lol. Ich drück da oben F und da unten öffnet sie. Ja, gut, komm. Leider nichts drin. Dann ist hier drin auch nichts Gescheites. Dann laufen wir mal raus. Ja, komm. Geh mal rein. Zum Spiegel ein bisschen waschen. Oh, Zähne putzen. Muss man ja morgens machen und die Toilette sieht bei mir ein bisschen komisch aus. Egal. Ist eine 2-Euro-Wohnung, von dem her passt es. Ich lasse lieber mal die Türen offen, dass wenn hier was durchrennen will, weil ich habe keine Ahnung, was hier auf mich zukommt. Und ich gehe einfach mal runter. Ah. Da waren Geräusche. Nee, ich bleib oben. Oben ist gemütlich. Hörst du auf, Geräusche hier drin zu machen? Mann! Ehrlich? War gar nicht hier, okay, ja. Kann ich auch rennen? Juhu, ich kann rennen. So, der Peter, der ist schon aufgestanden. Der ist weg. Ah! What the fuck? Das war Peter? Okay, hier kann ich nochmal Türen öffnen. Oder Fernseher anmachen. Peter, bist du da? Peter? Okay. Peter ist nicht mehr im Fernsehen. New Times. Ah, der Peter hat einen Arbeitsplatz. Okay. Müssen wir mal um drüber springen. Das klingelt doch bestimmt gleich das Telefon, oder? Hm, schicker PC hat er. Kann ich den mitnehmen? Kann ich den irgendwie mitnehmen? Ich will den mitnehmen. Dann nehme ich den halt nicht mit. Lass ihn hier stehen. Braucht er bestimmt noch. So. Oh Gott, Leute. Ich habe auch keine Ahnung, was hier das Ziel ist. Peter! 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 Wo ist er? Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich glaube, ich bin tot. Okay, also das war Peter. Ich nenne jetzt einfach mal Peter. Ja, egal. Machen wir nochmal. Okay. Ja. Dann... Also anscheinend darf man da nicht dagegen rennen gegen den Typen. Am besten gehe ich jetzt zuerst rein, weil jetzt kommt wahrscheinlich eh gleich das Bild wieder. Ich werde mich eh wieder erschrecken. Weiß ich jetzt schon. Hm. Ist vielleicht nach der Zeit erst. Hm. Ne, in die Tür gehe ich jetzt nicht mehr rein, da habe ich keinen Bock drauf. Geh wieder ins Bad. Bad ist gemütlicher. Und geht die Tür nicht auf. Ich will in die Tür rein. Da ist Anneliese drin. Da will ich rein. Ich mag Anneliese. Steht da unten, ja? Na gut, oben habe ich keinen Bock mehr. Da stand vorhin der Typ. Jetzt gehe ich mal runter. Ich habe keinen Bock da oben. Hörst du auf? Hörst du auf? Ich frage mich eh, warum habe ich überhaupt eine Kerze in der Hand? Oh. Was? Nein, anbleiben. Hm. Nur mal wieder einkaufen gehen, der Kühlschrank ist leer. Dann gibt's halt morgen Kaiwurstbrötle zum Frühstück. Ah! What the fuck? Okay,
Ja, das sieht für mich aus wie Pringles, die da hoch. Nee, Pringles sind das nicht. Nee, wie heißen diese Käseflips oder sowas? Naja. Immer das Wasser anlassen, ehrlich. Wieso ist meine Kerze aus? Was war das jetzt? Oh Gott. Gut, dann. Na gut, wenn er will, dass ich mich wieder waschen gehe, gut, dann tue ich mich halt nochmal waschen. Gut. So. Bin ich dir jetzt sauber genug? Warte, ich spüre nochmal für dich. Wenn es überhaupt geht. Nee, geht nicht. Gut. Die Geräusche sind echt gruselig. Ah, Tür geht auf. Ah. Noch jemand? Wäsche! Wäsche! Alle haben ihre Wäsche rein. Gut. Gut, die Tür lasse ich lieber offen. Die Tür geht auch nicht auf. Gut, dann. Halt keine Wäsche waschen. Mach's selber. Oh, ich kann raus. Weg, 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 weg. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht wohin, wohin. Da rein, da rein, da rein. Da ist jemand. Nein, wohin? Ich renne einfach irgendwo hin. Okay, ich bin schon wieder tot. Okay, ich glaube, einmal geht noch. Ah, komm, einmal geht noch. Einmal kriegen wir noch, ne? Okay. Wenn ich halt noch wüsste, was genau das Ziel von dem Teil hier ist. Gut. Wahrscheinlich muss ich Anneliese finden. Anneliese hat sich dann in der Tür eingeschlossen. Wahrscheinlich muss ich irgendwie einen Schlüssel finden und dann Anneliese retten. Und Peter, der ist Kinderschänder und will Anneliese schändigen. Böser Peter. So, da ist ja nix. Ist auch nix. Steht er da jetzt wieder? Gut, ist er fertig mit dem Duschen. Dann gehen wir wieder raus hier. Boah, jetzt kommt noch ein Luftzug von meinem Fenster hier dazu. Ich hopf jetzt einfach. Ich hopf ein bisschen. Das ist glücklich. Hopfen macht mich glücklich. Bring mal wieder ein bisschen Spaß hier in das Spiel. Kann ich hier raus? Ich will in den Pool. Ah, das war ich. Peter? Nee, auch nicht. Anneliese. Der ist doch bestimmt jetzt was hinter. Ups. Bestimmt. Oh. Aber spannend. Hallo. Raus da. Dann klauen wir ihre Klamotten und gehen wieder raus. Ah! Oh, da. Wer bist denn du? Ja, ist ja gut. Ist ja gut, ich lass dich. Lass mich in Ruhe. Lass mich. Nein. Böse. Kann man da überhaupt gewinnen? Ja, gut, also. aus technischen Gründen, sage ich mal, meines Gehirnes und meiner Haut lasse ich das jetzt hier mal. Also, ich hoffe, euch hat es wenigstens gefreut, weil mir hat es jetzt einfach nur eigentlich gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Koski, Blabi.